Ja, ich dachte, ich gebe den Leuten, die nicht so richtig wissen, was sie üben sollen, obwohl sie so gerne üben würden, gebe ich mal einfach ein paar Ratschläge, was man so machen kann. Und zwar kriegt ihr von mir 3 faszinierende, unglaubliche Übungen für die absoluten Übelverweigerer, die, wenn ihr sie nur ganz kurz jeden Tag macht, sich schon sehr schnell auswirken werden. Ja, das fangen wir einfach vorne an. Nummer 1. Die linke Hand kommt ganz locker auf die Seiten, sodass die Seiten nicht klingen. Und die rechte Hand macht einfach ganz entspannt Down- und Upstrums. Ja? Achtet dabei, dass ihr ganz locker im Handgelenk seid und ganz locker in den Fingern. Und dann macht ihr euch eine Tic-Tac-Maschine an. Ich weiß nicht, sowas um die 100 hast du nicht gesehen. Beats, sowas da. So, und los geht es. Und los. Dabei geht ihr einen Schritt zurück. Und atmet. Und der Trick von der Übung ist, dass ihr das eine Weile macht und versucht die ganze Weile schön zusammen mit dem Metronom zu spielen. Und alle Schläge sind wirklich schön gleichmäßig und gleichmäßig laut. Ja, das war auch schon alles. Wofür ist gut? Das ist gut, dass die rechte Hand ein bisschen autonom wird und auch gleichmäßig, ja, dass ihr anfangt, euch zu entspannen, hinzuhören und nicht immer nur die Hand zu sehen, immer zu denken, runter, rauf, sondern zu hören, was höre ich denn eigentlich? Das ist ja der wichtige Teil, das, was man hört. Und erst wenn die rechte Hand richtig gleichmäßig und das ganz selbstständig kann, dann werdet ihr dazu singen können. Und deswegen ist es eine spitze Übung, jeden Tag 1-2 Minuten einfach schrack zu machen. Ist es euch zu langweilig, dann könnt ihr anfangen, Betonungen zu machen. Das heißt, ihr macht zum Beispiel oder komplizierte Rhythmen oder meinetwegen könnt ihr auch Triller, Triolen. So ein Zeug üben. Das ist euch überlassen. Fangt einfach an. Lasst es langsam und macht entspannt. Es geht um das Entspannt und es geht darum, dass ihr es nicht nur zweimal durchmacht und denkt, läuft, sondern dass ihr es 1, 2, vielleicht 3 Minuten am Stück immer im selben Tempo macht. Okay? Fragen dazu? Alles klar. Hier kommt Übung Nummer 2. Sucht euch eine Akkordfolge raus, die ihr ganz gerne mögt. Die meisten in solchen Tutorials sagen jetzt C, F, G. Ein Kadenz in C-Dur. Wisst ihr, wir machen jetzt einfach mal ein Kadenz in A-Dur. Das wäre einmal das A. Ja, dann haben wir das D-Dur. Das E7. Und nochmal A-Dur. So, die Übung ist jetzt folgende. Ihr spallert es nicht einfach fröhlich durch, sondern ihr lasst die rechte Hand ganz locker. Und schlagt eine Seite nach der anderen an. Dabei kriegt der Daumen kriegt die G-Seite, der Zeigefinger die C-Seite, der Mittelfinger die E-Seite und der Ringfinger die A-Seite. Ja? So. Tic-Tac-Maschine. Und los geht das. Ja, das ist auch schon alles. Wobei ich es jetzt nur zweimal durchgemacht habe. Ihr macht das vielleicht ein bisschen häufiger. Wozu ist gut? Es geht um Folgendes. Wenn ihr nur Akkorde spielt, dann kann ein A-Dur-Akkordfolge auch so ganz gut klingen. Ne? Ja? Wenn ihr jetzt genau reinhört, dann merkt ihr, hoppala, das A klingt überhaupt gar nicht. Das scheppert ein bisschen. Der ist irgendwie muffelig. Und der klingt gut, okay, das A. Deswegen klingt es im Kontext auch gut. Aber wenn ihr scheiße greift, dann klingt der Akkord auch scheiße. Auch wenn ihr das nicht so merkt. Und ob es jetzt so klingt oder es ist halt schon ein Unterschied.
Achtet beim Greifen darauf, dass eure Finger immer schön spitz sind. Achtet darauf, dass ihr nah am Bund greift, nicht auf dem Bund, nicht zu weit weg. Genau richtig, dass die Finger spitz sind, wie gesagt, sodass ihr nicht versehentlich eine andere Seite festhaltet. Ja? Und das hört ihr eben einfach nur, wenn ihr jede Seite einzeln anzupft. Okay? Das war das auch schon. Ja? Seid ihr fertig? Jetzt kommt Übung Nummer 3. Wenn ihr noch nie Melodie mit der Ukulele gespielt habt, dann wird es Zeit, dass ihr jetzt damit anfangt, finde ich. Denn es gibt nichts, was uns den Einstieg in der Musik einfacher macht als Melodie. Ja? Akkorde, das ist ja irgendwie immer ein bisschen abstrakt, weil, naja, man erkennt kein Lied, wenn man nur Akkorde spielt. So, deswegen würde ich euch vorschlagen, ihr fummelt euch die C-Dur-Tonleiter zusammen. Das wäre einmal das leere C-Seite. Dann haben wir den zweiten Bund, das D auf der C-Seite. Dann haben wir die leere E-Seite, erster Bund, dritter Bund auf der E-Seite. Dann leere A-Seite, zweiter Bund und dritter Bund. Vielleicht habt ihr schon ein bisschen gesehen, ich muss nicht unbedingt hingucken. Und das liegt daran, dass meine Finger einen festen Bund kriegen. Der Zeigefinger sitzt immer auf dem ersten Bund, der Mittelfinger immer auf dem zweiten, der Ringfinger immer auf dem dritten und der kleine immer auf dem vierten Bund. Ja? Und wenn ich einen Ton auf dem zweiten Bund greife, dann greife ich im Grunde mit zwei Fingern. Ja? Zeigefinger und Mittelfinger. Ich muss dann nicht mehr hingucken, weil meine Finger wie Abstandhalter funktionieren. So, macht ihr euch eine Tic-Tac-Maschine an und los geht das. Versucht die Töne schön aneinander zu hängen, dass jeder Ton hübsch klingt. Und wenn ihr ein Fuchs seid, dann singt ihr ein bisschen mit. Na, das ist auch gleich gut fürs Singen. Wofür ist die Übung gut? Ihr kriegt ein super Gefühl dafür, wo die Töne auf eurem Griffbrett sind. Und ihr trainiert die einzelnen Finger ein bisschen besser zu treffen. Das ist eine super Sache. Wenn euch das zu einfach ist, ja, oder wenn ihr sagt, das kann ich inzwischen, dann niemand hindert euch daran, dass schneller zu machen oder es zum Beispiel mit einer sogenannten Zahlenreihe zu machen, sodass ihr ja, oder für die Größeren dann, dass ihr die Tonleiter nicht mehr offen spielt, sodass ihr offene, sondern werde ich vielleicht auch irgendwann nochmal hinkriegen, wenn ich es genug geübt habe. Gut, an dieser Stelle sei gesagt, wenn euch das geholfen hat, dann spread the word, ja, oder klickt unten auf Like, oder vielleicht möchtet ihr meinen YouTube-Kanal abonnieren. Ich werde vielleicht in der nächsten Zeit das ein oder andere Video noch dazu posten. Und wenn ihr vielleicht Unterlagen dazu haben möchtet, zum Beispiel zu Schlagmustern oder wenn ein G-Dur, nicht wie ein C-Dur oder ein G-Dur-Tonleiter gespielt wird oder wenn ihr zum Beispiel nochmal die Akkorde haben wollt, die ich vorhin in der Übung gemacht habe, kein Problem, schickt mir eine E-Mail oder gebt mir einen Euro per PayPal und schreibt dazu, was ihr haben wollt, dann kriegt ihr das, ja? In diesem Sinne, bleibt fit, wir sehen uns.